Die Normalen arbeiten für die Reichen und die Survivor frieren draußen in der Kälte. Nobel Kader und Luxus Franco tauschen sich über das Thema Menschlichkeit aus. Ich war letztes Jahr im November in Ägypten, wollte einfach weg, das Land verlassen. Und ich war ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, und da habe ich so eine Armut erlebt, obwohl ich im Fünf-Sterne-Hotel gelebt habe, ein paar Wochen. Und als ich draußen unter den Menschen war, die Frau in dem Schleier, und da kam ein fast über 80-jähriger Mann auf mich zu und wollte Geld, ja. Und ich hatte nur, ich weiß, hatten wir schon damals Euro? Nee, ne, kam ja. Hatten wir schon, ne? Wann war das? Letzten November? Ja, natürlich. Und na, der hat meine Hand geküsst und hat geweint, ja. Wollte mich einfach nicht mehr gehen lassen. Wollte unbedingt Geld haben. Und das hat mir so zu die Augen geöffnet, zum wahren Leben, ja. Und ich habe geweint, als ich auf mein Zimmer war. Dieser alte Mann hat mir eine Hand geküsst. Ja. Ich meine, er könnte mein Opa sein. Genau. Ich habe mich so geschämt. Wer möchte seinen Opa oder seinen Vater so sehen? Ja, ich habe mich so geschämt, ja. Ich war so noch aufgestrapst und gestylt. Und als ich zu Hause war, ich war so deprimiert. Und also mein kurzer Besuch in Ägypten hat mich so irgendwo ein bisschen verwandelt, ne? Und ich denke, dein Aufenthalt in Amerika war auch wichtig. Sehr wichtig. Irgendwo hat alles so seinen Sinn. Ja, ich sage es, jedes Leben ist geschrieben, aber mit gewissen Abzweigungen, ja, die dir wieder einen anderen Weg öffnen. Und vor allem auch mal schätzen, was man hat.